Moin moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Wohnhaus und in dem Fall wirklich ein ziemlich spezielles. Also einfach, weil es ja so besonders ist. Ich denke mal, ihr werdet das im Laufe des Videos schon selber erkennen. Allein schon das Licht hier, wenn ich die Kamera mal drehe, ihr seht, Strom ist noch da. Also es ist relativ frisch verlassen, wie es scheint. Aber das werden wir im Laufe des Videos wohl noch sehen. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Mütze ist dabei und Paul ist dabei. Ja, wie ihr bereits vielleicht gesehen habt, wir starten in so einer Art Scheune oder eigentlich jetzt eher umgebaut Garage. Also zumindest denke ich, dass es eine Scheune mal war, wenn man sich dieses Tor anschaut und sich das ein bisschen älter vorstellt, wie man das vielleicht von außen schon gesehen hat. Also weniger diese Steine, sondern mehr Holz und weniger dieses frische Holz, sondern halt eher ja, diese relativ alten Balken, die man hier sehen kann. Dann kann man sich das relativ gut vorstellen, denke ich. Viel gibt es hier allerdings nicht zu sehen. Wir haben höchstens so ein total eingewachsenes Fahrrad, also von Spinnen eingewachsen. Dann so eine Bank und so ein bisschen Gerümpel hat man vielleicht schon gesehen. Da hinten ein Staubsauger beispielsweise. Ja, und ein Schild, Schutzzone mit einem Feuerlöscher. Und der Feuerlöscher ist gleich das nächste, was interessant ist. Denn wenn ihr meinen Kanal schon länger geschaut habt, wisst ihr ja genauso gut wie ich, dass ein Feuerlöscher ein Prüfdatum hat. Und dieser wurde zuletzt 1995 geprüft. Da ist natürlich die Frage, wann das hier verlassen wurde. Wenn man jetzt denkt, 95, wie lange sind die Dinger gültig, dann gibt man noch ein paar Jahre dazu, weil es ja hier ein Privatwohnsitz, also wo nicht unbedingt ein Prüfer kommt und das Ganze überprüft, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie lange das Ganze hier schon verlassen ist. Und wenn ich bei der Werkbank da hinten schaue, also quasi an diesem Fahrrad vorbei, wenn man sich die Spinnweben hier antut, ja, es werden schon einige, viele Jahre sein. Vermutlich, zumindest die Werkstatt. Wie das mit dem Wohnhaus ist, ist natürlich eine andere Sache. Ich habe gehört, das ist wahnsinnig gut eingerichtet. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Also, Garagentür auf. Der Paul ist schon drinne und auch hier noch das Licht. Also hier sind wir natürlich in so einem Hausflur und hier gehen naturgemäß einige Zimmer ab. In dem Fall hier so ein Abstellzimmer mit ein paar Utensilien. Badmintonschläger kann man hier sehen. Also alles, was man so im Haushalt braucht. Ein bisschen Tee, ein bisschen Kleber, Staubsaugerbeute, ein Staubsaugergerät und ein paar Farbmittel und Lösungen und so weiter. Dazu ein Kühlschrank, der allerdings ausgeräumt und sauber ist. Und auf der anderen Seite anscheinend ein Badezimmer. Ich habe eben gerade schon mal versucht, hier geht das Licht nicht, deswegen einmal die Taschenlampe angemacht. Ihr seht, ein sehr guter Zustand. Ein wirklich wahnsinnig guter Zustand, wenn man mal von diesen ganzen Spinnweben absieht, die einfach der natürliche Verfall in dem Fall darstellt. Eine Badewanne mit allerlei Shampoo und so weiter. Und eine alte Zanker-Waschmaschine. Ganz altes Modell. Nach dem Badezimmer geht es hier in einen Hausflur hinein. Und hier wird wohl der eigentliche Eingang mal gewesen sein. Also eine Tür, der Stromzähler, wie man das in vielen Häusern im Eingangsbereich hat. Sicherungen, einige sind raus, einige sind drin. Okay, kann natürlich auch sein, dass deswegen das Badezimmerlicht nicht mehr funktioniert. Dann haben wir hier so ein bisschen Deko und ein bisschen Haustechnik. Taschenlampe, so ein Schaltmodul oder wie man das nennt. Schlüssel und noch einen alten Hut. Okay, schauen wir uns den mal an. Das wird wohl eher von einer Dame sein. Oder? Dann mal weiter. Wir versuchen uns hier so ein bisschen aufzuteilen. Ich denke, der Paul wird hier gleich filmen. Da ist er schon. Und er sieht megamäßig angespannt aus. Ja, aber diese Bedenken müssen jetzt erst einmal weichen. Wir haben als nächstes die Küche vor uns. Und als allererstes einen Kalender, der leider keine Jahreszahl hat. Egal. Schauen wir uns die Küche weiter an. Schöne Schränke. Natürlicher Verfall im Sinne von ein bisschen Staub, Dreck, weiß ich nicht, Spinnweben natürlich ohne Ende. Das Krasse ist außerdem noch, die Heizung geht noch. Wobei, gut, ist nicht verwunderlich, ist eine Stromheizung, Strom geht noch, von daher jetzt nicht so überraschend im Endeffekt, aber natürlich für uns, die wir jetzt gerade hier sind, auf jeden Fall. Wir haben eine Spüle,
eine Spülmaschine und ein paar Küchenschränke. Auf der anderen Seite so eine Art kleines Schlafzimmer, ja, mit einem Doppelbett und einem Fernseher. Dazu so eine relativ alte Couch und ein Blumenstrauß, der hier ganz frisch hingestellt zu sein scheint. Naja, sind wahrscheinlich Kunstblumen. Auch auffällig, kein Schimmel, gar nichts, überhaupt nichts. Halt nur der natürliche Verfall mit dem Dreck und mit den Spinnen. Von diesem Raum geht es dann weiter hier. Mittlerweile haben wir diese Lampe angemacht. Und was uns hier hinter erwartet, das ist echt ein richtiger, krasser Knaller. Ich meine, was muss ich großartig noch sagen? Ein komplett eingerichtetes Wohnzimmer mit Bildern und so ein Leuchter. Ich meine, das ist jetzt nichts von Wert oder sowas. Es ist mehr Kitsch. Aber dass das alles noch so erhalten ist. Also es ist wirklich wahnsinnig überwältigend krass. Ich weiß nicht, wie viel Adjektive ich da noch zu erfinden soll. Hier ist wirklich keine Zerstörung, kein Vandalismus, nur natürlicher Verfall. Ich sage immer wieder, natürlicher Verfall. Die Spinnweben gehören meiner Meinung nach auch dazu. Die bilden sich ja mit der Zeit, noch bevor irgendein Dach einstürzt oder sowas. Das Einzige, was hier so ein bisschen lidiert ist, sind ein paar Bilder. Also hier vor mir auf dem Tisch liegen ein paar. Das ist das Glas zersprungen. Kann natürlich auch sein, dass die irgendwann von der Wand gefallen sind oder sowas. Aber sonst gar nichts. Ja, wir gucken uns das Zimmer jetzt mal systematisch an und konzentriert, insofern ich das jetzt noch dazu in der Lage bin. Und das schon früh morgens. Und beginnen tun wir gleich an der Tür mit einem Telefon aus der guten alten Weimarer Republik, hätte ich jetzt fast gesagt. Mein Gott, wie alt ist das? Telekom steht schon drauf, okay. Also nachdem die Post zur Telekom umgewandelt wurde, also das kann auch schon 20, 25 Jahre her sein. Ich weiß jetzt nicht genau das Datum, aber ich glaube, das war zur Jahrtausendwende oder sowas. Darunter ein alter Plattenspieler, so ein großes altes Ding von Sharp, was zu der damaligen Zeit, wo es mal gegeben hat, richtig viel Geld gekostet hat und mit Sicherheit heute auch noch einen Wert hat. Ich meine, die Schallplatte ist ja auch im Wiederkommen. Dann haben wir ein Wohnzimmerschrankgarnitur mit Gläsern, Spielemagazin, Vasen, ja, natürlich Lautsprecher. Und natürlich als ganz markanter Mittelpunkt dieser Tisch mit der Couchgarnitur. Und hier haben wir Zeitungen. Zeitungen sind interessant. Wir haben hier die Hamburgerische Zeitung, was auch immer, von März 2015. So, ich schalte jetzt erstmal das Licht wieder aus. Dann ist die Chance etwas geringer, dass wir hier gesehen werden. Ich bin megamäßig angespannt. 2015, jetzt haben wir mal ein Datum und 2015, das kann durchaus sein. Denn wenn man sich die Spinnweben mal so anschaut und so den Zustand und auch hier draußen die Veranda, die ich euch sicherlich auch noch zeigen werde, das kommt in etwa alles im Gesamtbild hin. Also 4 Jahre, Zeitung ist von März, ja, gut 4 Jahre, kann hinkommen. Jetzt haben wir noch ein Zimmer und vorher gibt es halt von dem Wohnzimmer noch ein paar Details. Hier am alten Fernseher vorbei geht es jetzt auch mal ganz kurz zur Veranda. Einen Blick raus, bevor wir uns das letzte Zimmer anschauen. Da haben wir einen Tisch. Eigentlich eine ganz schöne Sache mit, naja, wenn man es gepflegt hätte, auch einen tollen Ausblick so hier über das flache norddeutsche Land. Dann haben wir noch einen Tisch mit so ein paar Utensilien. Ich sehe da sogar irgendwas. Ja, so ein Pfannenbänder-Ding. Vielleicht für eine Grillfeier oder sowas. Und eine Schubkarre, die da schon seit Ewigkeiten steht. Unten der Reifen scheint mir auch schon Platz zu sein. Und jede Menge Spinnweben, auch hier. Also da könnt ihr euch vorstellen, wie lange diese Tür nicht mehr offen war. Tja, so, dann aber mal zum letzten Zimmer. Hier haben wir ein Bett
und ja, wieder so ein paar Blumen und so ein bisschen Kitsch rechts und links. Die Lampe geht, auch hier, ich brauche das jetzt schon gar nicht mehr zu sagen, ich habe sie nur halt ausgeschaltet, wegen, also man wird so weit gesehen und gerade weil das heute auch so ein ganz diesiger Tag ist, fällt das vielleicht noch mehr auf. Dann auf der anderen Seite so ein Schrank und auch hier so ein paar Blümchen rechts und links, einfach schöne Einrichtung. Oh, aber wenn man hier oben mal schaut, da wälzt sich das Dach schon so ein bisschen. Oh, und hier auf der anderen Seite, das hätte ich fast ganz übersehen, ein fetter Riss komplett durch die Wand. Boah, der sieht aber ganz böse aus. Also nicht nur, dass das so ein verputztes Mauerwerk ist, sondern da ist ja auch noch so eine Tapete oder irgendwas drüber. Und selbst die hat es zerrissen, da muss aber richtig Spannung drauf gewesen sein. Ja, und damit sind wir mit dem Rundgang am Ende. Was ist das hier? Gute Frage. Also ein Wohnhaus, klar, aber hat hier wirklich jemand drin gelebt? Ich habe nämlich, haben wir irgendwas Persönliches gesehen? Zahnbürste, Brille, Post, Kleidung? Ich würde sagen, nein. Zwei Möglichkeiten. Entweder haben sie alles persönlich herausgeräumt. Das wäre mal wirklich schön. Also nicht so wie in diesen ganzen anderen Häusern, wo ich mich immer so drüber aufrege, meiner Meinung nach auch berechtigt drüber aufrege, dass sich Angehörige vielleicht gar nicht kümmern und so weiter. Oder es ist gar kein richtiges Wohnhaus, sondern nur so eine Art Ferienhaus, wenn man irgendwie die totale Einsamkeit sucht. Wir haben schon drüber gesprochen. Also wir finden es für den Zweck wirklich sehr schön. Paul sagt, er möchte sogar komplett hier leben. Ja, kann man machen. Was meint ihr? Wenn ihr eine Idee, wenn ihr eine Theorie habt, könnt ihr die gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut bei Mütze vorbei, schaut bei Paul vorbei, was ihr bestimmt machen werdet. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Lost Place wieder. Bis dahin. Tschüss.